Ja, darum möchte ich Sie im Namen des Wissenschaftsrats Heidrun recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie schon in Wettbewerb gekommen sind. Und ich bin wie üblich ganz kurz und übergebe gleich das Wort an unser Vorstandsmitglied, Frau Professor Brigitte Meiler, die durch diesen Abend führen wird heute. Dankeschön. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Buch, das wir heute vorstellen, hat einerseits eine besondere Geschichte, auf die die Autoren noch eingehen werden, oder die Herausgeber, das ist Günter Morsch von der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Bertrand Berz, in Wien ja kein Unbekannter, vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Als im Ende der 80er Jahre in Österreich ganz massiv die Holocaust-Leugnungspropaganda eingesetzt hat, hat damals das Unterrichtsministerium sich an das Dokumentationsarchiv gewandt und gesagt, die Lehrer sind schrecklich verunsichert, wir brauchen Material. Und wir haben uns damals, ich muss sagen, überwunden und dazu Publikationen als Lehrbehelfe hergestellt und für die war uns ganz besonders hilfreich der 1983 erschienene Band von Langbein, Kogon und Rückerl, nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas. Es ist nun mehr als 20 Jahre her und trotzdem haben wir nach wie vor massive Probleme mit der Holocaustleugnung, vor allem nun auch im Kontext mit dem Nahostkonflikt. Vor diesem Hintergrund freue ich mich als Leiterin des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, als Vorstandsmitglied des Wiener Wiesenthal-Instituts und als Verfasserin eines bescheidenen Beitrags im Sammelband. Ich habe gerade vorhin gesagt, man hat mich erbarmungslos auf 10 Seiten zusammengestrichen. Diese Veranstaltung heute hier moderieren zu dürfen. Ich begrüße auch unsere Musiker. Irene Frank am Cello, Serkan Gürkan an der Geige, Alfred Pfleger Geige, Herbert Pichler Klavier, steht zumindest auf meinem Zettel. Kommt noch. Georg Schröfel Viola und zum Auftakt hören wir nun das Streichquartett Nummer 3 in Memoriam Holocaust von Ruth Schontal, den ersten Satz Grave.
Ausführung. Vor allen Dingen als erstes möchte ich mich natürlich ganz herzlich bei dem Wiesenthal-Institut bedanken für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, hierher zu kommen, weil wir schon seit längerem eine wirklich gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte hier in Wien haben, mit vielen Kollegen, die hier sind, eine Zusammenarbeit, die auf einem beiderseitigen Austausch fußt und die schon auch manches andere Ergebnis gezeitigt hat. Also von daher herzlichen Dank noch einmal für die Einladung. Nun, für die Publikation, die wir heute vorzustellen haben, waren zwei Motive maßgeblich. Diese Publikation entstand aus einer Kooperation der Stiftung Brandenburg Gedenkstätten zu Wien mit dem Institut für Zeitgeschichte, das hatte ich bereits erwähnt, in Kooperation mit weiteren Einrichtungen wie der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung, der französischen Fondation de la Mémoire de la Déportation, dem österreichischen Bundesministerium des Innern, dem Zukunftsfonds der Republik Österreich und dem Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, an dem ich selber lehre. Zwei Motive, sagte ich, waren maßgeblich. Zunächst das erste. Vor etwa 25 Jahren, die Kollegin Beiler hat das bereits erwähnt, publizierten Zeitzeugen wie Eugen Kogon, Hermann Langbein, Serge Schumow und Jean Gavard zusammen mit Historikern und Juristen den danach schon bald zum Standardwerk avancierten Band Nationalsozialistische Massentötungen durch Giftgas. Damit wollten sie vor allem den damals in Europa und in Übersee grassierenden durch Revisionisten und Negationisten verbreiteten Zweifel an dem durch Giftgas bewirkten Massenmord, insbesondere der sogenannten Gaskammerlüge, entgegenwirken. Wir fragten deshalb danach, wie und ob sich unsere Erkenntnis darüber mehr als 25 Jahre, also ein Vierteljahrhundert später, verändert haben. Es ging uns darum, den neuesten Forschungsstand zu dieser wichtigen historischen Debatte zusammenzufassen und in einem Band zu versammeln. Denn seit der Publikation des Buches von Eugen Kogon und anderen sind mindestens 60 Aufsätze und Monographien erschienen, die auf neueren Forschungsergebnissen fußten. Dazu zählen, um nur zwei Beispiele zu nennen, das Buch von Jürgen Kalthoff und Martin Werner über Tisch und Stabenow, die Händler des Zyklon B, das 1998 erschien, oder die sehr detaillierten Ausführungen von Jean-Claude Pressac über die Funktionsweise der Gaskammern in Auschwitz von 1989. Grundlage dieser neueren Forschung war die Entdeckung und Aufschließung neuer, bisher unbekannter Quellen, die vor allem durch die Öffnung der osteuropäischen Archive möglich geworden waren. So erhielt die Gedenkstätte Sachsenhausen zum Beispiel vom Archiv des Föderalen Sicherheitsdienstes Russlands, also des Nachfolger des NKWD, eine vollständige Kopie aller Berichte der sowjetischen Untersuchungskommission, die direkt nach der Befreiung der Häftlinge des Hauptlagers in Oranienburg dort tätig wurden. Als ganz besonders wertvoll erweisen sich auch die verschiedenen Berichte und Materialien, die in den Untersuchungsverfahren und Prozessen der Justiz angelegt wurden und der Forschung inzwischen in sehr viel stärkerem Maße als bislang zur Verfügung stehen. Schließlich stehen heute auch, um weitere Beispiele zu nennen, die Ergebnisse bauarchäologischer Untersuchungen zur Verfügung, die vom britischen Geheimdienst aufgezeichneten Funksprüche der maßgeblichen SS-Täter oder die Berichte der Dresdner Bank, aus denen sich entscheidende Fragen der Errichtung und des Betriebes des Vernichtungslagers Kelmen zum Beispiel rekonstruieren lassen. Die Zusammenführung der teilweise gerade für Nicht-Spezialisten nicht einfach zu erhaltenen Forschungsergebnisse und die große Dichte der größtenteils auf neuen Quellen fußenden Belege sollen unserer Publikation den Charakter eines leicht lesbaren und verständlichen Nachschlagewerkes geben. Darauf sollen vor allem Multiplikatoren wie Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder in Bildungseinrichtungen und Universitäten tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leicht und schnell zugreifen können. In ihrer Gesamtheit, und dies
vorwegzunehmen, darauf wird der Kollege Barth noch näher eingehen. In ihrer Gesamtheit bestätigen die neueren Forschungen, die wir in unserem Band versammelt haben, die schon vor mehr als 25 Jahren getroffenen Feststellungen und damit auch im Wesentlichen die in der damaligen Publikation intensiv genutzten Berichte der Zeugung. Das ist keinesfalls selbstverständlich. Es ist bemerkenswert, wie wir finden, dass die allermeisten Zeugnisse der überlebenden Opfer des Massenmordes trotz größter Geheimhaltung die ungeheuerlichen und in der modernen Gesellschaft kaum vorstellbaren Verbrechen im Wesentlichen, korrekt schildern. Natürlich ergänzen, vertiefen und korrigieren die wissenschaftliche Forschung der Historiker manch subjektive Darstellung. Gravierende Fehler oder Übertreibungen aber konnten wir nicht feststellen. Soweit das erste Motiv. Das zweite Motiv für unsere Publikation leitete sich aus der bedrücklichen Tatsache ab, dass leider die Propaganda von Revisionisten und Negationisten nach wie vor eine außerordentlich weite Verbreitung findet, die durch die Nutzung des Internets sogar eher zugenommen hat. Dabei bedienen sich die international außerordentlich gut vernetzten Leugner, vor allem pseudo-naturwissenschaftlicher und technischer, häufig sehr sachlich vorgetragener Argumente, die selbst von NS-Historikern nicht einfach zu widerlegen sind. Bezeichnend dafür ist, dass sie in ihrer Versicherungsstrategie nach wie vor, Verunsicherungsstrategie große Erfolge haben, indem sie sich auf ein 1961 schon von Martin Rochard, dem damaligen Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, angeblich stammendes Zitat in der Zeitschrift Zeit berufen, wonach es, so Rochard angeblich, auf dem Gebiet des Altreiches keine Gaskammern gegeben habe. Altreich bezieht Rochard Österreich mit ein. Welche Aktualität und geschichtspolitische Brisanz solche historischen Fälschungen immer noch haben, lässt sich etwa an den in einschlägigen Kreisen viel zitierten Behauptungen des bekannten 2006 verstorbenen Historikers Werner Maser festmachen. In seinen Publikationen behauptet der bekannte Hitler-Biograf, dass Häftlinge des sowjetischen Speziallagers in Sachsenhausen im Auftrag des sowjetischen Geheimdienstes Gaskammer und Erschießungsanlage erst 1946 in die Vernichtungsstation Z des Konzentrationslagers einbauen müssen. Für diejenigen, die den Hintergrund nicht kennen, sei gesagt, dass es in Sachsenhausen, dem Konzentrationslager der Reichshauptstadt, zwei Lagerphasen gab. Vor 1945 das Konzentrationslager, das auch gleichzeitig Verwaltungszentrum aller Lager gewesen ist, und ab 1945 bis 1950 ein sowjetisches Speziallager. Und die These nun ist, dass die Gaskammer und auch die Erschießungsanlage eben nicht vorher bestanden haben, sondern erst von den Häftlingen des sowjetischen Speziallagers eingebaut worden sind. Und damit haben wir natürlich eine, zumindest in Deutschland, hochbrisante erinnerungspolitische Debatte, die über das enge Thema des Revisionismus und Negationismus weit hinausgeht. Maser beruft sich dabei nicht nur auf die eigenen Erinnerungen, sondern auch auf die anderen Mithäftlinge, wie die des hohen Bundeswehroffiziers und Holocaust-Leugners Gerhard Schirmer. Ich habe dieses Beispiel nur dafür angeführt, um zu zeigen, wie aktuell und wie brisant solche Dinge nach wie vor sind und dass solche Berichte verständlicherweise große Verwirrung auch unter denjenigen stiften, die Revisionisten und Negationisten von vornherein eher ablehnen gegenüberstehen. Und das, was Frau Beiler sagte, das erreicht auch uns immer wieder. Es zeigt eine große Verunsicherung, die vor allen Dingen bei Lehrerinnen, Lehrern und alter Multiplikatoren herrscht, die dringend nach greifbaren Materialien verlangen. Für unsere Publikation konnten wir 34 Autorinnen und Autoren des In- und Auslandes gewinnen. Der historische Hauptteil folgt der chronologischen Entwicklung des Einsatzes von Giftgas zur Massentötung von Menschen, vom Krankenmord, der sogenannten Euthanasie, im Rahmen der Aktion T4, über die von der Inspektion der Konzentrationslager in Oranienburg
koordinierte sogenannte Krankenmordaktion 14F13 in den Konzentrationslagern, die Entwicklung und den Einsatz von Gaswagen im Rahmen der von den Einsatzgruppen verübten Massenmorde, über die Realisierung und den Betrieb der großen Vernichtungsanlager bis hin zum Einsatz von unterschiedlichen Giftgasen in den meisten Konzentrationslagern. Gerahmt wird dieser Hauptteil durch ein einleitendes Kapitel über die Singularität des Judenmordes und die Rolle und Bedeutung des Giftgasmordes in den Erinnerungen der Überlebenden. Dabei zeigt vor allem der britische Historiker Richard Evans auf, dass die von Nolte und anderen im Historikerstreit mit Verweis auf die fabrikförmige Durchführung des Holocaust scheinbar zugestandene Besonderheit des Mordes an den europäischen Juden in Wirklichkeit bereits eine Verharmlosung darstellt und die Singularität faktisch dadurch relativiert, indem im Historikerstreit die Antipoden den Singularität damit begründeten, dass sie auf die fabrikmäßige Durchführung reduzierten, schränkten sie bereits die Singularität ein, die darin natürlich in der Hauptsache besteht, dass keine verfolgte Gruppe wie die Juden als Ganzes beschlossen und alle europäischen Juden vom Kind bis zum Greis bekanntermaßen ermordet werden sollten. Das ist in der Hauptsache die Singularität und weniger die Art der Durchführung. In einem weiteren, den historischen Teil ergänzenden Kapitel werden die technischen, chemischen und pharmakologischen Grundlagen detailliert erläutert, was gerade angesichts der Strategien der Leugner wichtig ist. Denn gerade diese Details, pharmakologische Details und so weiter, sie überfordern auch die Historiker, muss man sagen, geschweige denn die normalen Laien. Und von daher ist es wichtig, dass in unserem Band auch gerade diese naturwissenschaftlichen Grundlagen des Giftgasmordes detailliert entfaltet und dargestellt werden, was übrigens auch über das bisher bekannte Wissen hinausgeht. Dabei und im historischen Teil unserer Publikation wird unter anderem die führende Rolle des Kriminaltechnischen Instituts des Reichskriminalpolizeiamtes bei der Entwicklung der unterschiedlichen Verfahren herausgearbeitet. Überall, wo wir danach gefragt haben, ob es eine Steuerung des gesamten Verfahrens der Giftgasmorde gegeben hat, taucht dieses Kriminaltechnische Institut des Reichskriminalpolizeiamtes auf, das bekanntermaßen später im Reichssicherheitshauptamt 1939 fusioniert. Albert Wittmann, einer der führenden Chemiker, ist einer derjenigen, die in Sachsenhausen zum Beispiel die Tests der Gaswagen betreiben, die auch in Sachsenhausen dann, wie ich gerne erläutern würde, wenn Sie das fragen, auch eine neue Form von Gaskammern entwickelt, die über das, was in Auschwitz und so weiter praktiziert worden ist, hinausgeht. Die Durchsetzung von Zyklon B schließlich lässt sich wahrscheinlich aus dem Vorhandensein dieses Giftgas aufgrund der allgemeinen Einführung eines bestimmten Entwesungsverfahrens in allen Konzentrationslagern erklären, das 1940 erstmals in Sachsenhausen dem KZ bei der Reichshauptstadt getestet wurde. Von dort aus Oranienburg, wo im Hochsommer 1941 zwei wichtige Sitzungen zur Entwicklung von Tötungsverfahren für den Massenmord an den sowjetischen Kriegsgefangenen stattfinden, von dort bezog wahrscheinlich der Lagerführer von Auschwitz die Anregung, erstmals Zyklon B als Tötungsmittel einzusetzen, was dann perfektioniert wird. Darauf wird, denke ich, auch Bertram Perls noch weiter ein. In einem abschließenden Kapitel beschäftigen sich schließlich 8 Autorinnen und Autoren, unter anderem unsere Moderatorin dankenswerterweise, intensiv mit den Strategien der international gut vernetzten Leugner. Das ist etwas, was außerordentlich beeindruckend ist, wirklich wie engmaschig dieses Netz ist und wie gut diese Leugner international miteinander verbunden sind. Sie schildern auch, unsere Autoren, die unterschiedlichen Arten des Umgangs mit den Leugnern, die von völliger Ignoranz gegenüber diesen als dumm und Wirrköpfe abgewerteten Personen bis hin zum strafrechtlichen Verbot der Leugnung des Holocaust und polizeiliche Verfolgung der Täter reichen. Das ist etwas, was ich zum Schluss noch erwähnen will, was ich auch herausgestellt habe. Es gibt kein Patentrezept, kein europäisches oder globales Patentrezept des Vorgehens gegen solche Negationisten und
Leugner. Es ist bezeichnend, dass je nach den kulturellen Traditionen der unterschiedlichen Länder unterschiedliche Strategien verfolgt werden. Um ein Beispiel zu sagen, in Großbritannien oder auch in Dänemark ist die Leugnung des Holocaust nicht verboten, strafrechtlich wird sie nicht verfolgt. Dies ist, wenn man die Tradition Dänemarks kennt, natürlich fußend auf einer sehr langen, wirklich sehr lange gewachsenen, über Jahrhunderte gewachsenen liberalen Tradition. Und es gelingt tatsächlich in Dänemark trotzdem, diese Negationisten doch in die ihnen zuzuweisende kleine Ecke zu drängen. Anderswo, und das ist die Mehrheit der europäischen Staaten inzwischen, wird tatsächlich auch hier in Österreich, wie Sie wissen, und das zeigt dann Frau Weiler auch und andere auch in Deutschland, wird die Leugnung verfolgt, strafrechtlich verfolgt. Man kann nicht sagen, dass es den Weg gibt, strafrechtlich verfolgen oder aber die Moralität, sondern es ist deutlich bei diesen Aufsätzen, dass es wirklich auf die kulturellen Traditionen ankommt. In einem Land wie Dänemark, wo es eine sehr aktive, ständig auch innovative Öffentlichkeit, Medienöffentlichkeit gibt, ist das etwas anders als in anderen Ländern, wo es diese Tradition nicht gibt. Also ein Patentrezept bleibt sich hier nicht zeigen. Soweit mein Versuch eines Überblicks. Und ich gebe weiter an die Kollegen da dran. Betrachtung der unterschiedlichen Forschungsstände.
thematisiert werden sollte, gerade von jenen Autoren und Autorinnen, die sich mit den einzelnen Tötungskomplexen beschäftigten, auch übergreifende Fragen, die generelle Aussagen über den Einsatz von Giftgas zu Menschentötungen im Nationalsozialismus erlauben. Ich möchte im Folgenden auf einige der übergeordneten Fragestellungen ganz kurz eingehen, wobei ich natürlich um Verständnis bitte, dass ich hier nicht auf Details der zum Teil natürlich sehr komplexen Antworten eingehen kann, die in den Beiträgen nachzulesen sind. Wir können sicher das eine oder andere danach von den Diskussionen, wenn es Fragen gibt, auch näher erläutern. Zunächst stand für uns die Frage im Vordergrund, wer den Anstoß zum Einsatz von Giftgas zu Menschentötungen gab. Waren es übergeordnete Stellen, ging die Initiative von unten aus, von der Peripherie, haben zentrale Institutionen maßgeblich dazu beigetragen. Wir haben uns dabei die Frage gestellt, ob es Hinweise auf eine Koordinierung der Tötungstechniken durch zentrale Einrichtungen gibt, ob sich diese finden lassen. Also folglich geht es um die Frage, wie viel zentrale Steuerung gibt es, wie viel ist sozusagen vor Ort in den jeweiligen tötungskomplexen Institutionen, Orten, Regionen gemacht wird. Aus den verschiedenen Beiträgen wird deutlich, dass bei den verschiedenen Tötungskomplexen in Bezug auf den Einsatz von Giftgas übergeordnete zentrale Stellen eine große Rolle gespielt haben. Das gilt etwa für die im Rahmen der Euthanasieaktion von der T4-Organisation gesteuerten ersten Giftgasmorde, bei der im Zentrum der Macht agierenden Behörden der Kanzlei des Führers eine entscheidende Rolle spielten, aber auch das bisher, wie Tomasz hat es schon erwähnt, oft zu wenig beachtete Kriminaltechnische Institut des Reichskriminalpolizeiamtes, das auch in späteren Mordaktionen immer wieder auftaucht und aktiv war. Auch die Nutzung der Euthanasie-Tötungsanstalten für den ersten systematischen Mord an kranken und abgearbeiteten KZ-Häftlingen im Rahmen der sogenannten Aktion 14F13 ab Mitte 1941, die wahrscheinlich auf eine Initiative Himmlers zurückgeht, unter anderem auch in Hartheim durchgeführt, zeigt deutlich eine gezielte zentrale Steuerung, in diesem Fall durch die Inspektion der Konzentrationslager, die sich sehr konkret und bis weit hinunter in die Auswahl der Häftlinge, die in dieser Aktion ermordet werden sollte, eingemischt. Deutlich wird diese Steuerungsfunktion durch die Inspektion der Konzentrationslager auch bei der Einführung der Tötungen durch Giftgas in den Konzentrationslagern selbst. Die Besprechungen der KZ-Kommandanten in Sachsenhausen im Sommer 1941, wo darüber beraten wurde, welche effizienten Methoden zur Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen, die jetzt in die Lager eingewiesen werden sollten, anzuwenden sind, zeigen, dass hier sozusagen zentrale Planung eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Die erstmalige Verwendung des Giftgases Zyklon B zur Tötung in Auschwitz im Herbst 1941 und wenige Monate später in Mauthausen in einer Zyklon B-Gaskammer kann direkt als Folge dieser Besprechungen im Sommer 1941 in Sachsenhausen interpretiert werden. Deutlich wird bei den Beiträgen zu den einzelnen Konzentrationslagern aber auch, dass den Lagern bei der Wahl der Tötungsmethoden, in diesem Fall für die sowjetischen Kriegsgefangenen, große Freiräume eingeräumt wurden und es letztlich ihre Entscheidung war, welche der andiskutierten, besprochenen Tötungsmethoden angewendet wurden. Auf diesen Spielraum verweist auch der Bau der Gaskammern selbst in den Konzentrationslagern, wo zwar in den verschiedenen Lagern bestimmte Firmen immer wieder auftauchen, so eine
völlig sozusagen für den Laien unbekannte Firma Bruss, die in fast allen Lagern mit dem Zentralheizungsbau, aber auch mit, mit den heizungstechnischen Installationen in den Gaskammern beschäftigt war. Aber man sieht, dass eben andererseits ganz vieles vor Ort entschieden wurde, vor Ort durchgeführt wurde und jeweils nach den Gegebenheiten der Örtlichkeiten und der vorhandenen Materialien realisiert wurde. Als Beispiel zentraler Steuerung, wie auch von Handlungsräumen, könnte auch der Einsatz von Gaswagen genannt werden, die zentral gebaut und zur Verfügung gestellt wurden. Hier kommt noch einmal dieses schon erwähnte Kriminaltechnische Institut ins Spiel. Man kann das auch ganz konkret am Beispiel des KZ Mauthausen sehen, wo Anfang 1942 der SS-Standortarzt, kurz zuvor sind diese Gaswagen erst in Sachsenhausen getestet worden und dann in der Sowjetunion hinter der Front zum Einsatz gekommen. Der SS-Standortarzt fordert für Mauthausen in Berlin so einen Gaswagen an, den er in Mauthausen einsetzen möchte. Also hier sieht man auch sozusagen, der Lagerarzt setzt selbst Initiativen, aber entwickelt wurde dieses Tötungsmittel zentral. Hier sieht man dieses Zusammenspiel sehr deutlich. Eine weitere Fragestellung für uns war die Frage nach den internen Begründungen für den Einsatz von Giftgas. Ging es bei der Einführung der Vergasungsverfahren um Rücksicht auf die Empfindungen der Täter oder um eine effektivere Mordmethode oder um beides? Spielten die Qualen für die Opfer im Tötungsprozess überhaupt eine Rolle? Hier zeigt sich in den verschiedenen Beiträgen, dass die Frage der Effektivität der Tötungsverfahren in den jeweiligen Massenmordaktionen eine wichtige Rolle gespielt hat. In den Begründungen aber immer wieder Formulierungen wie eine humanere Form des Tötens auftaucht, etwa bei den Experimenten mit Gaswagen im Raum Minsk. Auch beim Beispiel Mauthausen noch einmal zu bleiben, Kommandant Zierreis in seinem Totenbettgeständnis sagt, dass der Inspekteur der Konzentrationslager Glücks den Bau der Gaskammer in Mauthausen damit begründet hätte, dass es eine humanere Tötungsmethode sei. De facto spielten die möglichen Qualen der Opfer aber in den Überlegungen der Täter nur insoweit eine Rolle, insoweit sie eben Auswirkungen auf die Psyche der ausführenden Täter hatte. Hier muss auch noch einmal darauf hingewiesen werden, dass der Giftgasmord in der Regel grausam ablief und sozusagen die ganze Argumentation auch aus diesem Grunde natürlich als eine vorgeschobene gelesen werden muss. Eine dritte Frage war die Frage nach der Verwendungsweise von Giftgas. Wurde Giftgas zur Tötung nach seiner jeweils ersten Verwendung systematisch und kontinuierlich oder nur gelegentlich und fakultativ oder situationsbezogen eingesetzt? Hier zeigen die einzelnen Beiträge, dass die Antwort für die einzelnen Tötungskomplexe und Aktionen unterschiedlich ausfällt. So erfolgte der Krankenmord im Rahmen der T4-Euthanasie-Morde bis 1941 durch Giftgas nach dem offiziellen Stopp der Euthanasieaktion, werden zum Teil auch andere Methoden verwendet. Die Morde wiederum im Rahmen der Aktion 14F13 erfolgten alle durch Giftgas. Wenn man die Tötung sowjetischer Kriegsgefangener in den Blick nimmt, sieht man, es gibt Tötungen durch Giftgas, aber sie werden auch weiterhin durch andere Methoden zu Tode gebracht. Auch beim Mord an den europäischen Juden bleibt neben der Tötung durch Giftgas die Erschießung eine ganz wesentliche Tötungsform. Was die Tötungen durch Giftgas in den Konzentrationslagern betrifft, ist festzuhalten, das ist immer wieder zu betonen, und damit beschäftigt sich auch ein Beitrag von Detlef Gabe, dass in allen Konzentrationslagern von Anfang an Tötungen an der Tagesordnung waren, dass Massentötungen durch Giftgas in den Konzentrationslagern, sieht man jetzt vom Sonderfall Auschwitz ab, nicht
sozusagen die Hauptform des Zu-Tode-Bringens war, aber eine wichtige Rolle gespielt hat. Kontinuierlich angewendet wurde Giftgas in Auschwitz, auch in Mauthausen relativ kontinuierlich und über einen langen Zeitraum, aber es gibt wiederum Lager, etwa Buchenwald oder Flossenbürg, wo nach unserem heutigen Wissensstand Zyklon B überhaupt keine Verwendung fand. Über die Gründe, warum es dort so war, wissen wir bis heute nicht genau Bescheid. Wie Günter Morsch sozusagen am Beispiel Sachsenhausen in seinem Beitrag sehr deutlich zeigt, liegt ein Grund für die in Relation zu sonstigen Tötungspraktiken nur sporadische Verwendung von Giftgas auch in jenen Lagern, die über Gaskammern verfügten, vermutlich in dem relativ hohen zeitlichen Aufwand des Tötungsvorgangs. Vor dem Hintergrund der Suche der SS nach effizienten Tötungsmethoden erwiesen sich andere Tötungspraktiken, wie etwa die Genickschussvorrichtungen, letztlich als einfacher, handhabbar und zeitsparender. Wobei, und das ist sozusagen, was ich am Anfang gemeint habe, für sich in die Täterlogiken, man muss sich in Täterlogiken begeben, die relativ geringe Raumgröße der meisten dieser Gaskammern eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat, denn nur bei den großdimensionierten Gaskammern wie in Auschwitz-Birkenau oder auch bei der Aktion Reinhardt ließ sich diese Tötungsmethode als effizienter und unter anderen Praktiken des Tötens. Eine vierte Frage, die uns beschäftigt hat, war die nach dem Wissenstransfer in Bezug auf Tötungstechniken. Wurden einmal eingeführte Techniken und die dabei gewonnenen Erfahrungen weitergegeben? Gab es so etwas wie einen Transfer der Tötungstechnik aus den Krankenmordanstalten zu den Gaswagen, den Vernichtungslagern der Aktion Reinhardt und den Gaskammern in den Konzentrationslagern? Man muss hier, denke ich, unterscheiden zwischen dem Transfer von Tötungsformen und den eingesetzten Mitteln. Bei den verwendeten Giftgasen lassen sich zwei Stränge bei den Tötungsmitteln feststellen. Zum einen Kohlenmonoxid, einmal als reines Giftgas verwendet, also als reines Kohlenmonoxid verwendet oder über Motorabgase hergestellt, wie sie in den Gaswagen oder bei den eingesetzten LKW- und Panzermotoren bei der Aktion Reinhardt zum Einsatz kamen. Das heißt, diese Technologie der Verwendung von Kohlenmonoxid wurde sowohl mobil wie auch stationär verwendet. Das zweite Giftgas, das schon erwähnte Zyklon B, ist ein zweiter Strang von Giftgas, der in den Massentötungen eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Was die Transfers betrifft, geht es aber nicht nur um technologischen Transfer im direkten Sinne, sondern auch um Personaltransfers. Patricia Heberer hat einen Beitrag geschrieben zur Frage des Personaltransfers von den Euthanasie-Tötungsanstalten zur Aktion Reinhardt, also zum Massenmord an den europäischen Juden im Generalgouvernement, die eben noch einmal aufzeigt, wie gezielt Personal aus den Euthanasie-Anstalten transferiert wurde zum Mord an den europäischen Juden, also Menschen wurden transferiert, die sich im Mord, im Krankenmord bewährt hatten und diese sozusagen dieses Töten bewiesen haben, dass sie dieses Töten durchführen können und das nun dann in einem viel größeren Maßstab noch einmal in Osteuropa durchführen. Bei den Konzentrationslagern wiederum wird deutlich, dass schon aufgrund der Aktion 14.11.13 eben der Auswahl von Kranken und abgearbeiteten Häftlingen und ihr Transport in die Euthanasieanstalten ein genaues Wissen über Giftgastötungen vorhanden war. Die Tötungswirkung von Zyklon B wiederum war durch die ständige Verwendung dieses Mittels für die Entsorgung der Lagerbaracken und Gebäude sowie durch die Einführung des sogenannten Zyklon B-Entlausungsverfahren als Standardverfahren für Entlausung in Lagern erstmals in Sachsenhausen 1940 eingesetzt, nicht nur bekannt. Wegen der Giftigkeit der Substanz mussten die SS-Angehörigen wie alle anderen Zyklon B-Anwender spezifische Schulungen absolvieren mit nachfolgenden Prüfungen. Dabei spielten die Lieferfirmen von Zyklon B wiederum eine wichtige Rolle, die zum Teil auch die Ausbildung
Besichtigung mit übernahmen oder auch beratend beim Bau der Gaskammern tätig waren. Hier soll noch einmal betont werden, dass die leichte Verfügbarkeit von Zyklon B, Günter Molsch hat schon darauf hingewiesen, ein Giftgas, das in den Lagern, nicht nur in den Lagern vorhanden war, sondern ein gängig verwendetes, industriell hergestelltes Giftgas war, diese leichte Verfügbarkeit eine große Rolle spielte, im Unterschied zu den Kohlenmonoxidproduktionen, die sozusagen unter Kriegsbedingungen nicht einfach herzustellen war, deswegen eben von dieser Kohlenmonoxidverwendung in den Euthanasieanstalten gewechselt wurde auf Motorenabgase bei den Gaswagen und bei der Aktion erinnert. Eine weitere Frage oder die fünfte Frage, die vielleicht hier noch wichtig ist, ist die Frage nach spezifischen Opfergruppen, die wir gestellt haben. Wir haben uns gefragt, ob es jeweils bestimmte Gruppen von Menschen waren, die mittels Giftgas ermordet wurden. Also kann man den Gaswagen, den Gaskammern, den verschiedenen sozusagen Tötungsformen hier jeweils Opfergruppen mit, kann man sich spezifisch mit Opfergruppen verbinden? Lassen sich also spezifische Verbindungen zwischen Tötungsart und Auswahl der Opfergruppe feststellen? Hier wird aus den Beiträgen deutlich, dass die Einführung von Tötungstechniken zwar an bestimmte Opfergruppen gebunden war, die Techniken selbst aber dann an unterschiedlichen Gruppen zur Anwendung kamen. Also man kann das gerade am schon erwähnten Beispiel der sowjetischen Kriegsgefangenen sehen, die letztlich deren Einweisung in die KZs, letztlich der Auslöser für die Verwendung von Zyklon B sowohl in Auschwitz wie in Mauthausen waren, bekanntlich dann aber in Auschwitz der Zyklon B-Einsatz zum Massenmord an den dorthin deportierten europäischen Juden, dieser Zyklon B-Einsatz, der eine zentrale Rolle gespielt hat. Im Detail sind solche Fragen dann auch nochmal relativ schwierig zu beantworten, denn wir haben es gerade was die Konzentrationslager betrifft, oft mit parallelen Tötungsformen zu tun. Das heißt, neben dem Mord in einer Gaskammer werden Menschen gleichzeitig in Euthanasieanstalten deportiert oder werden in anderer Weise ermordet. In Mauthausen gibt es zeitgleich eine Gaskammer, einen Gaswagen und Deportationen in Hartheim. Man muss dann jeweils schauen, warum bestimmte Gruppen für die eine oder andere Form der Tötung ausgewählt wurden. Ein wichtiger Punkt, und das hat Günter Molsch ja schon ausgeführt, ich werde da nicht jetzt länger noch darauf eingehen, war die Frage der internationalen revisionistischen Propaganda. Für uns war eben ganz wichtig, dass wir hier Berichte haben zu diesem Thema, zu einzelnen Regionen. Und das, glaube ich, war deswegen auch ganz wichtig, weil die Leserschaft, also wir hoffen, dass zumindest wir auch informiert werden, wie über die, sozusagen die Faktenlage und den heutigen Forschungsstand, sondern auch wissen, welche Spielarten von Argumentationen der Leugnung und Fragestellung es gibt und hier man auch sich noch einmal kundig machen kann, was so die klassischen Formen der Leugnungsstrategien sind. Es ist schon angesprochen worden, aber man muss das hier noch einmal betonen, wenn man heute auf eine Internetseite geht, revisionistische Propaganda ansieht, dann ist es auch für Fachhistoriker, wie Molsch hat es auch schon gesagt, aber ich will das noch einmal betonen, äußerst schwierig festzustellen, was ist Wissenschaft und was ist einfach revisionistische Leugnung, denn diese Texte unterscheiden sich formal nicht von jedem wissenschaftlichen Text heute. Sie haben Fußnoten, sie zitieren zum Teil gängige Literatur, sie zitieren aber dann, sie sind selektiv oder sie zitieren dann zwischendurch revisionistische Literatur, sie zitieren Dokumente auszugsweise selektiv, lassen bestimmte Dinge weg, aber das ist für jemanden, der sich nicht sozusagen mit der Forschung damit beschäftigt, überhaupt nicht zu überblicken und das ist ein Riesenproblem in der heutigen sozusagen Zugänglichkeit. Wenn Sie im Netz eben bestimmte Begriffe eingeben, kriegen Sie das alles gleich gerankt, ob das jetzt wissenschaftlich seriöse Literatur ist oder revisionistisch.
das war für uns deswegen auch ein ganz wichtiger Punkt, in diesem Band diese Studien aufzunehmen, wobei uns natürlich klar ist, dass Beiträge zu islamistischen Agitationen natürlich immer einen zeitlichen Ablauffaktor haben, weil sich die Situation sehr schnell ändern kann. Also wir haben hier natürlich einen bestimmten Zeitpunkt der Beschreibung von politischer Agitation gewählt, aber ich denke, dass man die Beiträge gehen doch auch sehr stark sozusagen ein, wie sich diese revisionistischen Argumentationen entwickelt haben, und insoweit kann man hier schon sehr viel ablesen, wie solche Argumentationen aufgebaut sind und wie man, auf was man hier sozusagen auch besonders achten muss. Ja, das glaube ich. Den Punkt schließe ich auf, und ich denke, wir haben ja nachher noch Gelegenheit, Fragen zu beantworten. Ich glaube, wir kriegen noch einmal was. Ich danke. Thank you.
lassen. Die Diskussion ist eröffnet mit dem Wort. Ja, Professor Gelber. Herr Professor Morsche, eine Frage. Ich würde da gerne Näheres erfahren. Der Claude Brissac war doch ursprünglich ein Revisionist, ein Schüler von Fourmison. Stimmt das? Das stimmt, ja. Würden Sie uns da, ich glaube, das wird sicher Freunde hier interessieren, Näheres sagen, dass wie aus einem Saulus ein Paulus wurde? Also in der Feste war ja ein Apotheker vom Beruf, ist schon vor einiger Zeit gestorben, schon kann man was sagen, und war ja der fixen Meinung, dass das, was die Negationisten sagen, stimmt. Und er wollte sich aber selbst überzeugen, ist nach Auschwitz gefahren und hat begonnen, akribisch Dokumente, vor allen Dingen Pläne zu studieren. Ziemlich ein besessener Mann, der sozusagen intensiv hineingearbeitet hat, und im Zuge seiner Beschäftigung sind ihm eigentlich immer mehr Zweifel gekommen, ob das, was er seine Grundannahme war, dass es nicht stattgefunden hat, aufrechtzuerhalten ist. Und irgendwann sozusagen war dann der Kipppunkt, wo ihm klar war, die Positionen der Negationisten sind als solche nicht aufrechtzuerhalten. Und das hat dann zu seiner sozusagen umfassenden Studie geführt. Das war ja die erste große Studie, die sich auf die technischen Fragen und auf die architektonischen Fragen auch in Bezug auf Auschwitz beschäftigt hat. Und er hat ja dann bekanntlich in der Glassfeld Foundation ein kaum zu hebendes 10 Kilo schweres Buch mit allen Plänen und Unterlagen, die er im Zuge seiner Recherchen gefunden hat, publiziert. Ein wesentliches Verdienst von ihm war neben der Verwendung der Pläne von Auschwitz, die man damals in dieser Form nicht so gelesen hat, wie er das getan hat, dass er die Unterlagen eigentlich aufgetan hat zur Firma Topf und Söhne. Da war er auch der zu dieser Krematoriumsfirma, die ganz zentral war für den Bau der Krematoriumshöfen in den Konzentrationslagern. Und er hat dann mit diesen Unterlagen gearbeitet, hat sich, glaube ich, dann auch in einem eigenen, in seinem Privat-LKW, nach Frankreich mitgenommen, und es ist dann nach seinem Tode gelungen, die Dokumente wieder einem staatlichen Archiv zuzuführen, die sonst unter Umständen irgendwo verschwunden wären. Vieles an seiner Studie ist oder war ganz bahnbrechend, und er hat ganz massiven Einfluss. Würde ich jetzt mal sagen, kritisch gewendet, sein Problem war, er war kein gelernter Historiker und hat über historische Methoden wenig Bescheid gewusst. Das heißt, dort sind auch, wenn, die größten Mängel seiner Arbeit zu sehen, aber was das Methodische betrifft. Aber im Prinzip war seine Studie, denke ich, ganz zentral für diese Frage, die auch Kuck und Lang bei der Rückkehr beschäftigt hat, nämlich die Frage, was kann man eigentlich in den Quellen über, in den Quellen auch der Täter, ja, was kann man finden zum Thema Massentötungen durch Giftgas? Ich glaube, vielleicht kann ich das noch ergänzen. Seine Wandlung vom Saulus zum Paulus hängt natürlich ganz entscheidend damit zusammen, dass in dieser Zwischenzeit, genau in dieser Zwischenzeit, die Öffnung halt Osteuropas fand. Das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Er hat damals angefangen, tatsächlich mit revisionistischen Tendenzen im Bundesarchiv, das heißt mit den zugänglichen Akten. Und in dieser Zeit fällt dann auf einmal der Zusammenbruch des Ostblocks, die Öffnung der Archive, dann vor allen Dingen Prag, den Prager Archiven, die Baupläne von Auschwitz. Und auf einmal tatsächlich entdeckt er Sachen. Also man muss nochmal sagen, das Entdecken von Dingen, die vorher nicht bekannt waren, macht ihn eigentlich vom Saulus zum Paulus. Das heißt, er geht wirklich heran mit der gleichen Naivität, oder Naivität ist vielleicht falsch, mit der gleichen Unterstellung, die viele Revisionisten antreiben, dass es gar nicht zu belegen sei, und stößt dann natürlich auf einmal, das war ein Glücksfall, auf Unterlagen, die bis dahin nicht bekannt waren. Also, dieses Ereignis, dieses politische Ereignis gehört dazu. Das ist halt sozusagen auch ein Fingerzeig Gottes gewesen, wenn Sie so wollen. Aber wenn ich als Moderatorin kurz ergänzen
hat, aber was mich so seltsam berührt hat, wenn man Bressac liest, hat man noch immer den Stil des Revisionisten, also diese Kälte und das ganz ein eigenartiges Stil, also wenn man in seiner Sprache merkt, man schon mal vorher kommt. Gibt es noch Fragen an das Podium? Bitte. Ich habe mir zwar und so die Stichwort gegeben, und zwar, Katone, der ist nicht expert, da war aber wieder der Name Hilflein, voriges Jahr, ich hatte eine gar nicht auf der Homepage angepasst, Katone, gefordert, und auch, dass man Herrn Hilflein Erdenbrot gibt. Das wurde dann Gott sei Dank abgelehnt, die Ruhe, die Diskussion. Der Herr Gabriel hat jetzt ein neues Hobby. Er macht es mit anderen Leuten in den Ritoren auf. Und Lazo Haber, Ritoren Lazos, etc. etc. Und man schiebt eine Kirche zusammen und macht mal die Politik. Und das macht er sehr gut, muss ich leider Gottes sagen. Herr Gabriel war 2006 noch in Teheran, wie Duke. Wie Duke ist einer der Schiffe des Jahres, auch einer der Gaskammer liegt in Österreich in Salzburg, das hat er noch einmal dazu. Da gibt es wieder einen Querverweis zu den Biusbrüdern, der auch wieder auftaucht, Erwin, etc. etc. Und diese Herren laufen jetzt, sollen wir für Kirchengemeinde, also Kirchengemeinde machen Politik. Revisionistische Politik kann ich mehr drauf, weil es gibt auch eine Wagenweise. Und alle fallen oben, das fallen wirklich alle oben, das heißt deswegen, ein Herr, der das Innovationsarchiv, Monsignor Binsüller, hat immer gesagt, ich noch jung war, wenn es wieder so weit ist, soll man aufstehen. Zu Beginn geschrieben auf, danke. Naja, wenn ich den Herrn richtig verstanden habe, geht es um die Verbindungen von Gamblich, der ihn zur Zeit immer wieder revisionistische Artikel verfasst, hin dann eben zu der Biusbruderschaft, wo dieser Bischof Williamson aktiv war. Also er hat sozusagen den großen Bogen geschlagen von, also Gamblich ist zur Zeit Autor in Österreich, zu den internationalen Revisionisten und vor allem zu Verbindungen von einem sehr rechten. Er hat Priester dabei von allen Kirchen, das ist schlecht. Also ich habe schon versucht, mit Leuten zu diskutieren. Mir ist dann gesagt worden, es ist zynisch. Dann haben Priester zu mir gesagt, sie sind geweiht, ich bin nicht geweiht. Das stimmt. Ich lege auch vielleicht keine Wert mehr darauf, aber das ist ein anderes Thema. Und es ist traurig, die Menschen umfallen. Und ich sage jetzt deswegen, ich sage doch mal, Moser Binsenöhler, der jahrelang mit hat mich als junger Mensch beauftragt, ja, macht, wenn es so weit ist, soll man aufstehen. Und es ist furchtbar, dass zu wenige Leute aufstehen. Und Monsignor Binsenöhler war ja auch positiv aktiv in der Ökumene, er war römisch-katholischer Priester und hat eben einen guten Dialog geführt mit anderen Kirchen, auch mit, also hier, also auch mit gewissen Gruppen außerhalb des dritten Landes, zum Beispiel mit Buddhismus, klarerweise auch mit dem Judentum. Und ich sage, es ist deswegen für mich jetzt als Person erschreckend, wie man da so solche Ökumene missbrauchen kann. Missbraucht, leider Gottes. Ich kann nur ganz kurz erzählen, ich weiß einiges auch darüber. Danke. Also ich freue mich, dass der Professor Binsenöhler erwähnt, der war mein Religionslehrer. Ich habe ihn im Dokumentationsarchiv wieder getroffen und ich denke, Ihrem Appell und auch dem Monsignore Binsenöhlers Appell aufzustehen, deshalb sitzen wir ja da, deshalb ist ja auch das Buch geschrieben und dem widmet ja auch das Dokumentationsarchiv seit vielen Jahren und Jahrzehnten einen großen Teil seiner Tätigkeit. Ich denke, das kann man unterstreichen, dass man das rechtzeitig aufzeigen muss und sich wehren muss dagegen. Vielleicht sollte man noch, was die Intention des Buches betrifft, dazu was sagen. Uns ging es bei dem Buch nicht darum, irgendwelche Revisionisten oder Negationisten von irgendetwas zu überzeugen, weil das
Verschwörungstheorien nicht widerlegbar sind, so ist es mal. Ja. Uns ging es schon sehr stark darum, eben gerade auch im Bildungsbereich Menschen quasi den gezielten Forschungsstand näher zu bringen, damit sie eben nicht sozusagen nur etwas vage antworten auf zum Beispiel kritisch fragende 16-jährige Schüler und Schülerinnen geben können, sondern dass sie fundiert Antworten geben können. Also das ist so eine ganz dezidierte, also ein ganz dezidiertes Anliegen unseres Bandes, also über die sozusagen in der wissenschaftlichen Diskussion hinaus hier auch so etwas wie ein fundiertes Fachwissen bereitzustellen, das auch lesbar ist für, sage ich, ein Publikum, das sich nicht ständig mit Psychologie und sonstigen Dingen beschäftigt. Es ist jetzt hier so viel von Revisionismus die Rede gewesen und in dem Zusammenhang vom Internet, und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ob im Entstehungsprozess von dem Buch irgendwann einmal auch die Idee aufgekommen ist, diese Beiträge ins Internet zu stellen oder eine andere Form von Veröffentlichung nebenher zu betreiben. Also es drängt sich irgendwie auf. Ne? Müssen wir leider einräumen, dass dies nicht der Fall ist. Also, dass wir das bis jetzt noch nicht in den Blick genommen haben, aber das ist jetzt keine Floskel. Ich denke, wir sollten das wirklich überlegen, dies aufzunehmen. Allerdings haben wir wirklich geschaut, dass es eine große Verbreitung hat. Also in der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung, weiß ich, inwieweit Sie diese Institution kennen. Die ist also wirklich eine Institution, die sehr breit verteilt. Die ist nicht nur Mitorganisator gewesen, sondern die hat einen nicht geringen Teil der Aufnahme aufgekauft, damit es sozusagen direkt an die Lehrer und direkt in die Schulbibliotheken und so weiter hineingeht. Dann kann man das auch tatsächlich zu dem Vorzugspreis, den Sie hier haben, womit jetzt kein Rabatt, da können Sie es tatsächlich auch bekommen. Aber diese Idee mit dem Internet halte ich durchaus für überlegbar. Eines haben wir jedenfalls festgestellt, im Internet kam die Reaktion direkt schon auf unser Buch, und zwar nicht wenige, in diesen einschlägigen Internetseiten alter Media oder sowas, die Sie kennen, sind wir also heftig beschimpft worden, und also schon am ersten Tag gingen also die Versuche, sich damit auseinandersetzen, los. Wobei ich mit Interesse festgestellt habe, dass bis jetzt die entscheidenden Leute, wie zum Beispiel Christoph Graf, falls jemand den Namen was sagt, nicht reagiert haben. Allerdings ist mir aus Moskau berichtet worden, dass er inzwischen wieder ins Staatsarchiv eingegangen ist. Das heißt also, wir müssen damit demnächst also tatsächlich versuchen, auch nochmal dagegen zu gehen. Aber wir nehmen das, denke ich mal, weiter. Wir sollten das wirklich aufnehmen und überlegen, ob man nicht wenigstens Zusammenfassungen ins Internet stellt. Es gibt, vielleicht darf ich das nochmal sagen, es gibt wirklich heroische Leute, die ich mit großer Bewunderung verfolge, denn das ist eigentlich Wahnsinnstätigkeit, die die machen, die beschäftigen sich Tag und Nacht damit, diesen Revisionisten tatsächlich im Internet etwas entgegenzustellen. Und die haben sich tatsächlich, ohne dass wir mit denen je gesprochen haben, schon aus unserem Buch kräftig bedient und haben also tatsächlich auf diesen Internetplattformen Diskussionsforen angeregt, in denen sie sich unseres Buches bedienen. Aber vielleicht sollten wir es auch lieber so machen, dass wir Teile zur Verfügung stellen. Schönen Dank. Vielleicht noch zwei Bemerkungen. Also die eine, Peter Borsch kommt ja von einer sozusagen großen Gedenkstätte in Deutschland und du bist für andere auch zuständig mit. Also die deutschen Gedenkstätten arbeiten ja natürlich mit allen möglichen Medien, auch mit dem Internet in einem hohen Ausmaß. Also wenn ich jetzt wieder nur von der Situation spreche, dann ist auch die Frage, was man ins Netz stellt und zum Lesen gibt, nochmal eine andere, denke ich. Also Man könnte das sicher sozusagen nochmal anders verbreitern. Trotzdem, also ich denke, Texte, die im Umfang, wie sie auch in diesem Band drin sind, sind an sich ganz grundsätzlich sinnvoll. Sie sind ja nicht sozusagen ewig lange Texte, sondern lesbar. Was unmittelbar bezogen auf diese Frage, die
mit der Maus jetzt auch nochmal angesprochen hat, diese Auseinandersetzung mit den Revisionisten. Da ist ein ganzer Beitrag drinnen von Robert-Jan van Pelt eigentlich zur Frage, der eigentlich diese Auseinandersetzung nicht als eine wissenschaftliche Auseinandersetzung beschreibt, sondern eigentlich als eine politische Kampfsituation, beginnt auch gleich mit Clausewitz. Ja, also das ist nicht uninteressant. Finde ich auch ganz spannend, das so zu machen. Aber er zeigt natürlich auf, dass es hier nicht um Wissenschaftsdebatten geht. Ja, da geht es explizit um politische Auseinandersetzungen. Das muss man, denke ich, sehr genau unterscheiden, auf welchen Feldern man hier agiert. Ja. Also drum, sozusagen in einer politischen Auseinandersetzung wird man also einfach sozusagen von den Revisionisten beschimpft und die liefern dann vielleicht auch nochmal für ihre Zielgruppe Argumente nach, dass sie sagen, das kann alles nicht stimmen. Ich glaube, der Thomas Kranz zu Maidanek gibt schon einen Artikel, der sagt, das ist alles Blödsinn, aber im Prinzip geht es um politische Auseinandersetzung. Gibt es noch Fragen? Diskussionswünsche? Dann danke ich den Herausgebern des Buches, ich danke Ihnen fürs Kommen, ich danke allen jenen vom Wiener Wiesenthal-Institut, die diese Veranstaltungsreihe ermöglichen. Auch jener, die dieses Institut vor eineinhalb Jahren vor dem Untergang bewahrt haben. Und wir schließen mit Ruth Schontal, Streichquartett Nummer 3, in Memoriam Holocaust, zweiter Satz, Lament and Prayer.
Mm-hmm.